Ja, weiter geht's heute mit Hogwarts Legacy. Wir machen heute weiter mit der nächsten Episode. Wir machen mal eine Aufgabe für Zaubertagmeister Perry Pippin. Ich bin in der Lieferung hier. Hallo, Mr. Pippin. Sie brauchen Hilfe bei einer Lieferung? Ja, in der Tat. Für jemanden, der so fähig ist wie Sie, sollte die Reise nach Cambridge kein Problem sein. Es liegt südlich von Hogwarts. Was soll denn geliefert werden? Fatima Lawong hat ein paar Unsichtbarkeitstränke bestellt. Okay. Früher habe ich das selbst erledigt, aber in letzter Zeit nutzt Fatima jeden Anlass, um zu streiten. Oh Gott. Sie beschwert sich unaufhörlich über die Qualität meiner Ware. Wie soll ich Qualität bieten, wenn sie so oft bestellt und mir keine Zeit zum Brauen lässt? Wenn Sie mir diese lästige Aufgabe abnehmen könnten, können Sie das Geld für die Lieferung an Fatima gern einbehalten. Okay. Ich helfe gerne bei der Lieferung. Sie wissen gar nicht, wie dankbar ich Ihnen bin, wahrlich. Hier sind die von ihr bestellten Unsichtbarkeitstränke. Hoffentlich macht sie Ihnen nicht zu viel Ärger. Sie ist selbst eine talentierte Brauerin. Ich hätte sogar nichts dagegen, mal einen Blick in ihr Rezeptbuch zu werfen. So, eine anspruchsvolle Lieferung. Auftrag gestartet. Bringe Fatima Lawang 3 Unsichtbarkeitsschränke ein. Würde ich ja gerne selber behalten. Aber wir werden natürlich unseren Besen nehmen. Wenn wir das dürfen, oder? Dürfen wir schon fliegen? Natürlich nicht. Jetzt müssen wir natürlich jetzt mal dahin rennen. Aber wir müssen mal gucken, was passiert, wenn wir hier aus Hogwarts aus Hogsmeade. Miezekatze? Eine schwarze Miezekatze. Ich habe ja selber eine schwarze Katze. Und was ich zum Beispiel sehr, sehr schade finde, ist, was ich auch schon mal gelesen habe irgendwo, in der Facebook-Gruppe, dass man sich das anders genauso sehen, dass man keine Tiere besitzen darf. Also die Wahl zwischen einer Eule oder einer Katze oder einer Kröte. Ich würde mir natürlich eine schwarze Katze nehmen. Also, wie gesagt, ich habe selber einen Kater hier und der ist tatsächlich sogar schwarz, ja? So, okay. Kann man jetzt, wenn wir draußen aus Hogsmeade, dürften wir doch fliegen können, oder nicht? Natürlich noch nicht. Warte mal, ich muss mal kurz meine Zauber umstellen. Plup. Warte mal, das weiß ich nicht. Feuer. Gut. Ich bin mal gespannt, wann wir die ersten Todesflüche erlernen. Mal so die Frage an euch. Wolltet ihr sie einsetzen? Also, wenn ihr die Macht hättet? So, für uns ist das natürlich jetzt ein bisschen leichter, als mit dem Besenstell zu fliegen. Das macht es tatsächlich deutlich einfacher. Ist das Cambridge oder so? Ist das Wörtchen? Da war aber irgendwo eine Aufgabe tatsächlich mit Cambridge. Ich glaube für Madame Koshima war da nicht irgendwie eine Aufgabe. Aufgabe 2, irgendwo da was rumfliegen oder was auch immer. Wir haben noch so viele Aufgaben offen. Also das Let's Play wird noch eine Weile dauern. Also ich genieße es sowieso. Ich liebe, wie gesagt, die Welt von Harry Potter. Und ich habe es jetzt in der letzten Folge schon mal angeschnitten. Ich war tatsächlich jetzt in Berlin. Vorgestern. Doch, wenn die Folge rauskommt, vorgestern, genau. Ich hatte Geburtstag und habe mir tatsächlich ein bisschen was gegönnt. Ich habe mir unter anderem neue Bettwäsche gegönnt. Ich habe mir, also das mit dem Hogwarts-Wappen, es gab leider keine Slytherin-Bettwäsche. Ich bin nämlich Slytherin. Tatsächlich. War nicht ganz ungewiss, warum ich dieses Haus gewählt habe. Liegt aber daran, wie gesagt, dass ich eher so ein bisschen auf die bösen Charaktere und auf die böse Welt so ein bisschen bin. Und ja, eigentlich so Fan of ich hätte gerne mal gesehen, was passiert, wenn Harry nicht die letzte Schlacht gewonnen hätte, sondern Voldemort. Das ist halt die große Frage. Wie wäre das ausgegangen, die Geschichte? Ich mache das jetzt sofort, dass wir fliegen können. Jetzt wird es gleich da. Ja, wie gesagt, ich war in Berlin, genau. Ich war im Harry Potter Store. Und habe mir tatsächlich, wie gesagt, Bettwäsche gekauft. Ich habe mir einen Zauberstabhalter gekauft.
Und ich habe mir tatsächlich den mächtigsten aller Zauberstäbe geholt, nämlich den Elderstab. Ja, den Original, also was heißt Original, also Nachbildung tatsächlich. Und da sind so viele schöne Sachen gewesen. Also ein kleiner Schnuckligala, den man nicht direkt findet. Müsst ihr mal gucken, nach Sieben Königsland heißt er. Immer zu spät, dieser Pippin. Nö, bin ist gar nicht Pippin, bin ich. Also wach. Fahrt ihr mal lang. Ich habe eine Lieferung von Jay Pippins Zaubertränke. Schickt dein Kind vor, um seine Arbeit zu erledigen, was? Oh. Er nimmt immer den einfachsten Weg, um es sich leicht zu machen. Mussten Sie die etwa auch für ihn brauen? Spielt keine Rolle. Sie können das vermutlich ohnehin besser als er. Ich weiß, was er meint. Hier sind die Tränke. Hier sind die angeforderten Zaubertränke. Glauben Sie, dass das so einfach ist? Ich weiß, dass Pippin seine Kunden ständig hinters Licht führen will. Was willst du jetzt von mir? Um auf Kosten der Qualität einige Galleonen für sich zu sparen. Sie sehen keinen einzigen Knut, bis ich weiß, dass die Zaubertränke funktionieren. Jetzt bist du Flachse. Okay. Klingt einfach. Das mache ich. Das hoffe ich doch. Lass mich raten, was. Trinke einen Unsichtbarkeitstrank. Warte mal. Deswegen hat er auch 4. Und? Klappt doch. Sie scheint zu wirken. Nun, ich vermute, das genügt. Wenn die Nachfrage nach Tränken so groß ist, wäre es da nicht einfacher, mit anderen zusammenzuarbeiten? Sie könnten ihre Rezepte und Fähigkeiten kombinieren. Ha, keine Chance. Dieser Nichtsnutz hat seinen Laden geerbt. Wir anderen mussten unseren eigenen Weg gehen. Er soll nicht von meiner harten Arbeit und meinem Verstand profitieren. Wenn er scheitert, dann soll er nur. Erzähl mal von diesen Kunden. Sie erwähnten, dass immer mehr Kunden versuchen, sich zu verstecken. Warum eigentlich? Nun, ich kann nicht für alle sprechen, aber meine Erschwinderinnenkundschaft hat sicher ihre Gründe. Aber das würde ich an ihrer Stelle ganz schnell wieder vergessen. Nö. Okay. Ich lasse Mr. Pippin wissen, dass ich die Tränke wie gewünscht geliefert habe. Tun Sie das. Und kann ich mal meine Waren angucken? Was verkaufen Sie hier? Wonach suchen wir heute? Fokustrank. Blutige Saft. Nee, du hast nichts, was ich haben will. Danke für den Besuch. Ich weiß das zu schätzen. So, warte mal. Da sind nämlich noch ein paar Truhen, die ich gerne mal kurz mitnehme, wenn wir schon mal hier sind. Eine Muschel. Das ist ein Zauberstabgriff. Ich guck mir die Sachen gleich mal an. Boah, ich sehe nichts. Warte mal kurz. Ich sehe eigentlich nichts. Du musst. Lumos. So, jetzt sieht man schon wieder ein bisschen besser. Gerade im Dunkeln siehst du eigentlich sonst nichts. Achso, hier der, die hat ja, genau, die war das. So, die nächste Kiste ist da. Ich muss mich mal gerade kurz in den Häusern rumgucken. So viel zum Thema. Da hinten ist noch eins, aber ich vermute, dass ich da, solange ich keine Alohomora habe, hat sich das wahrscheinlich eh erledigt. Aber das kriegen wir ja hoffentlich bald. Boah, Alter, ich krieg's. Ich will diese scheiß Kiste haben da drin. So. Die zwei heute, aber den darf ich nicht. Keine Sorge, wir gehen gleich zu Pippin zurück. Warte, ich hole kurz eben noch schnell hier das Feuer. Dass wir den Reisepunkt haben. Okay. So. Balvekraut.
Ach, das ist aber die Aufgabe. Okay. Gut. Also die Truhen können wir knicken gerade. Was ist hier? Was ist doch was anderes? Ich sag mal, eine Notiz oder so, oder? Hier kann man sogar rein. Der Truhe. Ah, Kohle. Bisschen. Ah, Biesel. Schnell was trinken. Das macht man ja so einfach auch gut. Das war, hoffentlich, man geht einfach in ein fremdes Haus, isst ein bisschen was und geht, trinkt was und geht wieder. Sehe ich das so richtig, dass das Haus komplett schräg steht? Okay. Gut, das erklärt, warum wahrscheinlich zum Beispiel das Bett, das da oben ist, festgebunden ist und manche Dinge halt festgebunden sind. So, Pippin. Ja, mach mal wieder zurück zu ihm. Der Vorteil ist, dass wir jetzt den Reisepunkt haben. So. So. Ups, das war jetzt nicht beabsichtigt. Boah, Alter. Was mache ich hier eigentlich gerade? Ja, ich mache es mir gerade viel zu kompliziert. Oh, was haben wir hier? 13 Galleon. So, da sind wir schon wieder. Getränken haben wir alles, was das Schülerherz begehrt. Sehen Sie sich ruhig um. So, fertig. Ich habe die Tränke Fatima Lawong gebracht. Sehr gut. Und hat sie Ihnen Ärger bereitet? Ja, sie ist ein bisschen schwierig tatsächlich. Ich verstehe, warum Sie nicht gegangen sind. Sie war sehr streitsüchtig. Ich weiß Ihre Hilfe wirklich zu schätzen. Wenigstens ist das jetzt erledigt. Ich hätte gerne noch eine zusätzliche Belohnung. Der Tränke war schwieriger als gedacht. Ich hätte gern eine extra Belohnung. Tja, so ist das wohl, wenn man Geschäfte machen will. Na gut, dann erhöhe ich Ihren Lohn, aber begeistert bin ich nicht. Viel Glück mit Ihren Tränken, Mr. Pippe. Auf bald. So. Bitte des Zaubertrankmeisters. 500, immerhin. Wie kann ich heute behilflich sein? 800 haben wir jetzt mittlerweile. Wir brauchen 1200. Aber ich brauche das Rezept. Und zwar den Fokustrank. Den brauche ich doch. Das heißt, wir warten. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis bald. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Ich gucke mal gerade wegen der Mütze. Dass wir hier Feier machen wollte. Inventar war das. Warte mal, Ausrüstung war es, nicht Inventar. So, gucken wir mal gerade kurz. Nee, ja, nicht so. Ja, nicht so. Kopfbekleidung. Haben wir die Mütze gekriegt? Eine Frage, haben wir nicht eine Mütze gerade gekriegt? Irgendwie Mütze des Zaubertrankmeisters oder so? Hm. Wäre danach irgendwas gewesen, warte mal.
Legendäre Maske, okay. Wir brauchen jetzt noch 4 Hauptaufträge, dann kriegen wir eine Maske. Und Glücksliebrischer Hut. Okay. 2 Aufgaben aus Ruhe, das kannst du am besten. Alles klar. Wir sind jetzt beim Viertel des Spiels. Oder Aufträge mäßig. Zonkus, Meisterschirmbrille. Handbuchzeit sind wir bei 5%. Gut. Gut, gut, gut. Gucken wir mal, was wir noch so haben. Genau, hier ist der Trank. Wir brauchen hier momentan erstmal Geld. Sammlung. Haben wir ja Sammlung, okay. Glaube ich gerade. Achso, war da unten wahrscheinlich. Okay. Gut. Talente. Wir haben noch keine weiteren. So. Ausrüstung. Oh, der Gedanke dahinter. Ich hoffe, ich bringe ein bisschen Kohle, dass wir die vielleicht verticken können. Wir haben, glaube ich, fast alles jetzt runterverkauft. So. Wir haben, glaube ich, fast alles verkauft jetzt, ne? So. Na gut. Solange wir kein Geld haben, aber wir haben eine Stange Geld bekommen. 500 Gerleonen bekommen für diesen Auftrag. Jetzt gucken wir mal gerade, was wir als nächstes für Aufgaben machen. Was wir noch so an Aufträge haben. Was wir dann in der nächsten Folge angehen. Akio-Duell, Schadensbilder. Trollpuppe. Levitierter Gegner. Was heißt denn levitierter Gegner überhaupt? Levitierter Gegner. Ach so. Das können wir als nächstes machen. Trollpuppe sammeln und die wirken den Pulsor von den limitierten Gegner. Rüstet die Leviose und den Pulsor aus. Dann machen wir das als nächstes. Machen wir Professor Oda als Aufgabe, lernen Descendo. Aber wir müssen jetzt mal den Pulsor lernen, ne? Ja, das hängt alles zusammen. Wir haben gar keinen Pulsor. Brauchen wir was für Geld sammelt. Geld bringt.
Dann machen wir erstmal das hier, das geheime Schlager, geheime Lager im Schloss. Drachenbrunnen. Raum wieder gut, dass mich vermutet, dass es sich mit Inhof befindet. Twitter ist eingekreist. Alles klar. Gut. Dann machen wir zurück nach Hogwarts. Irgendwie was im Innenhof, hat er gesagt, ihr saß. So. Ja, Innenhof kann eigentlich nicht allzu viel sein. Das muss doch hier irgendwo sein, ne? So, reisen wir zurück in den Gemeinschaftsraum. Und da machen wir einen kleinen Feierabend. Und ich werde euch, was ich jetzt ganz zufällig gelesen habe, ein kleines Easter Egg zeigen, wenn es funktioniert. Gut, ich würde sagen, wir machen Feierabend. Wir sind in der nächsten Episode wieder. Und dann gucken wir mal, was mit der Schatzkarte es sich auf sich hat. Bis dann. Tschüss.